Servus und guten Morgen aus dem Bad. Ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch, wie dieses Ding funktioniert, wie ich benutze. Meine Haare sind zwar nicht frisch gewaschen, aber ich habe gedacht, ich kann noch ein bisschen Locken nachmachen. Deshalb zeige ich euch das ganz kurz. Nachdem ich ja schon bei Tag 3 von Nicht-Haare waschen jetzt heute bin, sind meine Haare ja schon relativ fettig und dafür benutze ich, wie ich euch schon gesagt habe, letztens dieses Trocken... Hoppe, Haare im Mund. Dieses Trockenshampoo von Feschi, weil es wirklich... Das nimmt das Fett weg wie nichts anderes. Und das sprühe ich mir einfach nur hier oben so drauf. Voilà. Dann massiere ich das, fällt lauter Zeigel runter, das ganze Zeug ein. Und dann geht es auch gleich schon los. So, dann teile ich mir da oben natürlich meine Haare. Und dann geht es auch schon los. Und ich mache das echt ohne Technik oder sonst irgendwas. Voilà. Zack. Einmal einklemmen, dann warte ich so circa 10 Sekunden. Dann mache ich die Klammer wieder auf, ziehe sie ein Stück runter und halte es dann nochmal 10 Sekunden. Ich zeige euch das gleich vorne beim vorderen Haar, dann ist es einfacher zu sehen. Einen Moment. So, ich habe jetzt hier schon mal alles gelockt. Dann kann ich es euch nämlich an der vorderen Strähne zeigen. Dann ist das einfacher für euch zu sehen. Also wie gesagt, ich trenne das ohne System ab. Müssen wir schon in die Spiegel schauen. Hackel das einmal so ein, halte es hier für ungefähr 10 Sekunden. Und dann mache ich die Klammer ein bisschen auf, ziehe weiter runter und hackel es dann weiter unten ein. So, und nochmal. Runterziehen und wieder einhackeln. Und raus damit. So schaut es aus. Ganz easy peasy. So, und somit ist jetzt eine Seite fertig. Mega gut. Ich mache jetzt die Seite auch noch fertig und da kommt am Schluss noch mein Arganöl rein von Maria Nilla, weil das Ganze dann noch ein bisschen softer macht und einfach von Feuchtigkeit und einfach gesund und geschmeidig ausschaut. Ah, fertig, so schaut das Ganze aus. Ich mache jetzt noch mein Öl rein und es ist natürlich auch so, umso kürzer die Haare sind, man muss dann bloß einmal einklemmen oder wenn sie länger sind, die Haare, kann es auch sein, dass man das dreimal oder viermal machen muss. Bei mir geht das halt jetzt von der Länge genau mit zweimal einklemmen und natürlich umso dünner man die Strähne nimmt, umso welliger wird das Ganze natürlich und umso mehr Volumen hat man dann auch. Also man kann da tatsächlich unterschiedliche Looks kreieren. Ich finde es mega geil und ich finde es auch mega, mega easy. Es geht super schnell. Ich verlinke euch das Gerät jetzt da unten nochmal, weil so viele nachgefragt haben. Und ich hoffe, jetzt sind alle Fragen geklärt. Ich werde das ganze Ding, glaube ich, auch in die Highlights reinpacken, weil doch relativ viele Fragen dazu kommen. So, machen wir jetzt auf ins Office. Bis später. So, ich bin jetzt im Office und wurde auch gerade schon gefragt, warum ich denn mit meiner Jacke im Bad stehe. Ja, ich habe die Jacke heute als Pullover angezogen, deshalb stand ich obviously mit meiner Jacke im Bad. Verlinke euch die da unten nochmal, kannst raufswipen, ich trage die größte Größe und habe die heute zu unserem Sandy Skirt kombiniert. Der ist auch by the way wieder back in stock, so vereinzelt. Ich weiß es auch tatsächlich nicht, ob beide Größen, aber ein paar Röcke sind wieder back in stock. Verlinke ich euch da unten, kannst raufswipen und ich mache mich jetzt an die Arbeit.